Hallo liebe Sternfreunde, hier bin ich wieder, euer Erik Wischniewski. Heute gibt es hier mal keinen Lehrfilm zu einem bestimmten Thema, sondern heute gibt es eine ganz wichtige Geschichte bezüglich meines Buches. Und da möchte ich dann diese doch gut verbreitete Plattform dafür nutzen. Ich hatte, und ich hole jetzt hier so ein bisschen aus, ich hatte 2018 angekündigt, mit der Astronomie komplett aufhören zu wollen und hatte das getan mit der zweibändigen Ausgabe vor der achten Auflage meines Buches. Dann habe ich Mikroskopie gemacht. Das war schon mein Leben lang eigentlich so der Wunsch. Ich hatte so ein kleines billiges Kaufhausteil, so irgendwie für 20, 30 Euro. Und damit kommt man natürlich nicht vernünftig sehen. Ich wollte jetzt mal so richtig was Schönes haben und das betreiben. Na gut, dann habe ich mir eins gekauft, aber kein Zeiss. Also ich hatte schon so meine Obergrenze von 3000 Euro inklusive Zubehör, was man alles braucht. Da bekommt man dann nicht das Allerfeinste. Aber das war mutig und das Mutig steht für Zeiss auch her. Und das war sehr schön. Dann habe ich aber festgestellt, dass die Mikroskopie, irgendwo habe ich hier noch so ein Buch, das habe ich natürlich dazu auch verfasst, dass das nicht so ganz meine Welt ist. Das war zwar diese knapp 2 Jahre, so mit Vorbereitung und Buchschreiben waren das etwa 2 Jahre, das war eine sehr schöne Zeit, die ich auch nicht missen möchte, aber ich bin halt Astronom und der Himmel ist meine Welt. So, das heißt, ich bin wieder zurückgekehrt, ganz reumütig, und habe dann das gemacht, was man von mir erwartet. Nämlich, die 8. Auflage war innerhalb eines Jahres verkauft. Das war überraschend schnell. Und ich habe daraufhin eine 9. Auflage, denn Anfragen waren natürlich schon längst vorhanden, erarbeitet. Das dauert also, selbst wenn man es ganz schnell macht, auch nochmal ein Jahr. Und habe dann die 9. Auflage, hier ist sie, aber jetzt eingeschweißt, herausgegeben. Und ich habe sicherheitshalber gleich 50%, also nicht so viel, sondern so viel, drucken lassen. Das war ein Fehler. Hätte ich nur so viel drucken lassen, wie sonst auch, dann wäre ich die Auflage jetzt so gut wie los und ich hätte vielleicht noch 2-3 Monate gewartet und dann wäre sie weg gewesen. Jetzt habe ich aber so viel über, von da bis da. Und wenn ich abwarte, bis die weg sind, dann sind vielleicht 4-5 Jahre vergangen, weil der Verkauf flacht ja ab, wenn eine Auflage herausgekommen ist, also mit der Zeit. Und das ist mir zu lang. Und deshalb gibt es jetzt schon die 10. und die wurden eingemottet. Also noch nicht vernichtet, aber die sind eingemottet worden. Also ausgelagert, eingelagert, wie man will. Also bei mir ausgelagert, ins Lager eingelagert. Die sind also weg. Die sind nicht mehr lieferbar. Und was wir damit machen, das wissen wir noch nicht. Da gibt es ein paar Ideen, was man mit dem Restbestand machen könnte. So, die 10. Auflage steht an. Und warum habe ich es in Anführungsstrichen so eilig? Ich habe es nämlich deshalb so eilig. Erstens hätte ich jetzt gewartet, bis das verkauft gewesen wäre in einigen Jahren. Dann wäre ich etwa 10 Jahre älter als damals, als ich sagte, ich höre auf, ich will jetzt Mikroskopie machen. Das heißt, ich bin dann schon in einem Alter, wo man sich Gedanken machen muss, wie man den Rest seines Lebens, den Rest des Lebens, der vielleicht lang sein kann, aber möglicherweise ist man nicht mehr so mobil oder auch geistig nicht mehr so auf der Höhe, dass man dann noch alles machen kann, was man möchte. Und deshalb sollte ich habe immer so 80 Jahre als Grenze, dass ich sage, bis 80 glaube ich noch alles machen zu können, wie ich will. Und zwischen 80 und 85 wird sich das dann langsam reduzieren und man macht dann nur noch so ein bisschen hier und da. Und wenn man bedenkt, dass ich für dieses Buch und auch
für die 10. Auflage einen 12-Stunden-Tag das ganze Jahr durch hatte, dann kommt man schon, dann merkt man schon, was da an Aufwand hintersteckt und dass man da nicht mal so ein bisschen beiläufig das machen kann. Sonst wäre das Buch nicht so erfolgreich. Da muss ich richtig, richtig powern und das habe ich auch getan, jahrelang. Jetzt weiß ich aber, dass ich, wenn ich älter werde, das nicht mehr kann und auch nicht mehr möchte. Schließlich habe ich auch noch eine Frau. Wir möchten auch noch die Welt genießen. Das wollten wir eigentlich schon vor 2 Jahren. Ein bisschen mehr reisen. Und dann kam Corona dazwischen. Wir wollen das in diesem Jahr jetzt endgültig beginnen. Und dann möchte man auch das Leben ansonsten gerne genießen. Also wir möchten es jedenfalls. Ob man das möchte, weiß ich nicht. Und das heißt, ich habe mich also entschlossen, diese 10. Auflage jetzt herauszubringen, da ich nämlich noch ein anderes Hobby habe, das ich jetzt aber auch unbedingt starten möchte. Dieses andere Hobby ist die Medizin, einschließlich Ernährung. Schwerpunkt Herz-Kreislauf-Krankheiten, war auch mal PKU, Phenylketonurie dabei, bisschen Sport und da habe ich mal vor, ich glaube 40 Jahren, mit einem Ernährungsprogramm, das ich entwickelt habe, begonnen, das wissenschaftlich ausgerichtet war. Und ich habe seitdem auch über 1000 Blutdaten von mir und die ganzen Ernährungsdaten sehr genau wissenschaftlich erfasst. Also nicht einfach nur so Brot ist Brot oder so, sondern da ist wirklich sehr genau unterschieden. Und ich wurde von Ärzten doch gebeten, ob ich das Ganze nicht mal auswerten möchte. Und damit das Ganze auch einen Sinn hatte, habe ich mir gesagt, ja, das ist eigentlich, was du jetzt noch möchtest. Und deshalb werde ich im nächsten Jahr für 2, wahrscheinlich 3 Jahre eine Studie machen. Das ist, also es wird etwa so Dissertationsdauer sein. Und ich sage auch spaßeshalber immer, das ist meine Doktorarbeit. Aber wird es natürlich nicht. Ich glaube nicht, dass sich irgendein Professor meldet und sagt, das möchte ich, dass Sie das einreichen bei mir. Und werde ich also 2, wahrscheinlich 3 Jahre diese ganze Geschichte auswerten und natürlich publizieren. Natürlich publiziere ich das wieder. Und ich bin auch in diesem Jahr schon dabei, anzufangen mit einer kleinen Erweiterung, die mir auch immer am Herzen lag. Ich sprach ja von Herz-Kreislauf-Krankheiten bezüglich Ernährung. Das mache ich aber auch, habe ich mich schon immer für interessiert im Bereich EKG und auch Sonografie, ne, das Herzecho. So, und EKG, da habe ich irgendwo, muss ich doch hier auch so, ja, da oben sind schon so 2 Bücher, ich habe dann hinter mir auch noch ein paar Bücher. Da werde ich auch ein kleines Büchlein schreiben, was ich aber wahrscheinlich nicht veröffentlichen werde, sondern wahrscheinlich nur für mich privat mache. Aber da werde ich also auch all dieses Thema, was ich da gemacht habe, jetzt nochmal so zusammenfassen. Und habe mir auch ein 12-Kanal-EKG-Gerät gekauft. Und da will ich mich jetzt die nächsten, also in diesem Jahr schon so ein bisschen, und dann die nächsten 3 Jahre voll mit beschäftigen. Und da brauche ich, ich bin nämlich gar nicht so klug, wie ich aussehe, wie man glaubt. Ich habe ja das Problem, dass ich mir nichts merken kann. Also das ist ein wirklich ernsthaftes medizinisches Problem jetzt bei mir. Das ist jetzt nicht so dieses Dahingerede, wie man es oft hört. Ich kann mir wirklich nichts merken. Das ist nach Sekunden oft weg. Na, wenn ich sowas abschreiben muss und lese einen Satz ferner habe ich, und ich will tippen, dann sage ich, Moment, wie war das noch? Und dann ist das schon weg. Das ist nach ein paar Sekunden einmal wegdrehen, tippen, ist es schon weg. Also das ist ein Problem und deshalb habe ich so viele Bücher geschrieben. Ich habe ja weit über 50 Bücher geschrieben. Und das ist der Grund. Ne, damit ich es mir merke und damit ich es dann auch später wieder verstehe, sind die Bücher auch so, naja, sie sind so geschrieben, dass ich es verstehe und interessanterweise geht es vielen Menschen so wie mir. Ich bin also da nicht alleine auf der Welt und deshalb verkaufen sich die Bücher. So, zu mir zurück und meiner Vergesslichkeit. Ich kann mich nur auf eine einzige Sache voll konzentrieren. Ich muss, das sind ja nun Dinge nicht, die ich täglich mache, EKG und Herzsonografie und das alles, in den Tunnel begeben und da muss wirklich alles ausgeblendet sein. Und ich darf nur noch das lesen und denken und machen. Und die Astronomie muss da mal 3 Jahre völlig weg. Ja, und deshalb jetzt die 10., dann ist sie weg
Und dann kümmere ich mich darum. Und dann bin ich, wann bin ich, ich habe ja mal ausgerechnet, 2028 wieder zurück. Ja, also ihr könnt euch mal das Datum notieren. Vor allen Dingen auch dran denken, dass ihr diesem Kanal treu bleibt und es weiterhin abonniert haltet, weil ich melde mich ja 2028 spätestens zurück. Vielleicht ja auch schon ein Jahr vorher. Und dann wollt ihr ja auch informiert werden und dann geht es ja auch weiter. Ich glaube nicht, dass ich zwischendurch da mal was mache. Ich will wirklich abschalten. So, dann kriege ich also 2028 spätestens garantiert wieder zur Astronomie. Dann bin ich aber 76 und dann weiß ich noch nicht, was ich dann genau machen werde. Die bisherige 80-Stunden-Woche, die wollen wir mal vergessen. Die werde ich dann nicht mehr haben. Ich will also andere Sachen machen. Und ob es dann ein Jahr später eine 11. Auflage geben wird, das kann ich noch nicht sagen. Aber eines, das kann ich 100% versprechen. Es wird kein gedrucktes Buch mehr geben. Die 10. Auflage, die ich jetzt anpreise, wird das letzte gedruckte Buch Astronomie in Theorie und Praxis sein. Danach ist nur noch die Überlegung, ob ich es als E-Book herausgebe. Das ist aber nicht so einfach, wie der Laie vielleicht jetzt glauben mag. Ja, wieso brauchst du nur eine PDF und dann mal eben da ins Internet stellen? Es ist erheblich komplizierter und da müssen auch Verträge verhandelt werden und so weiter. Und auch externe Unternehmen beauftragt werden, weil da sind einige Dinge bei. Und deshalb sind die Kosten beim E-Book praktisch genauso hoch wie bei einem Papierbuch. Bis vor kurzem. Papierbuch ist jetzt extrem viel teurer geworden. Deshalb auch dieses Video, womit ich ja die 10. Auflage bewerben möchte. Die gibt's ja nicht mehr. So, die packen wir jetzt weg. Ne? Die gibt's nicht mehr. Die 10. ist jetzt Thema. Ne? So, jetzt haben wir also die Perspektive, dass ich vielleicht 2029 ein E-Book rausgebe. Wir haben jetzt 2023. Und ein E-Book, das liegt auf dem Computer, das sieht keiner. Dieses andere sieht man, das ist ein Schmuckstück, so wie dies ein Schmuckstück ist oder das ein Schmuckstück ist oder eine Blume ein Schmuckstück ist, so gehört in ein Akademiker-Wohnzimmer oder in ein Astronomie-Interessierten-Wohnzimmer selbstverständlich das klassische Buch. Und dieses soll jetzt so richtig toll werden. Und damit wird es auch leider mit 129 Euro ein bisschen teurer. Aber für diese 129, diesmal ja 119,80, bekommt man auch statt 1700 Seiten 1868 Seiten. Das ist also schon mal deutlich mehr, nämlich 10% mehr. Ne? So, man bekommt also 10% mehr Seiten und dafür dann aber nur 10 Euro teurer. Das ist eigentlich noch ganz gut. Aber etwas ganz anderes ist, das Buch wird Hardcover sein, klar, wird wieder zwei Lesebändchen haben, wird aber nicht eine Pappe haben, die lediglich bedruckt ist, sondern mein Wunsch war immer mal, wo habe ich das denn da oben? Ach, das ist da jetzt verbuddelt. So ein schönes, nehmen wir mal hier so einen raus, ja, so in Leinen mit Lederrücken und einer Goldbeschriftung, ne, sowas wollte ich immer mal gerne als eigenständiges in der Hand halten und dann gibt es natürlich einen Schutzumschlag da drum, ne, so mit Einfalten um die Ecke, wie ihr das alle ja kennt. Das ist mein Traum und natürlich werden es drei Bände sein und die werden auch, Band 1 ist ja Instrumente, Erdatmosphäre und solche Dinge. Da gibt es dann hier ein schönes Motiv von Marco Ludwig als Titelbild. Oder Band 2, da geht es hauptsächlich um die Sterne. Da habe ich von wie heißt er denn? Fairer heißt er. Ich komme jetzt auf seinen Vornamen nicht. Janine hat seine Frau. Verdammt. Na, macht ja nichts, ne? Ein Bild bekommen, also aus den USA, aus Texas, da hat er seine Sternwarte. Und dann wie heißt die Gruppe jetzt?
also Wolfgang Ries und andere dieser aus Österreich, und dann sind noch zwei andere, ich komme jetzt nicht auf den Namen. Das ist eben, was ich vorhin sagte. Ne? Ich kann mir nichts merken, ich vergesse alles. Mit Wolfgang Ries, der Name fiel mir jetzt ein, weil ich mit dem fast monatlich korrespondiere. Ne? Da, so habe ich also jetzt hier drei verschiedene Titelbilder für meine Bände ausgewählt. Und auch die Abbildungen sind 13% mehr Abbildungen, ein paar mehr Tabellen, ein paar Gleichungen mehr, das kennt man ja alles von mir, 8% mehr Merkkästen, 19% mehr Querverweise. Also da ist eine ganze Menge, alleine Übungsaufgaben gibt es 94 und dann noch 22 Arbeitsvorschläge, also ohne Lösung, da soll man dann selber was machen können, aber das Ergebnis stelle ich natürlich nicht vor, weil ich ja nicht weiß, was ihr da rausbekommt. Also alles das wurde erweitert, das ist also inhaltlich ganz super toll geworden und auch der Umschlag und der Einband, das wird also alles ganz, ganz große Klasse. Ein paar Beispiele aus dem, was ich da neu habe. Da gibt es also vier Themen, gibt es bereits als Video. Ja, dieses ist ja das Video 190 und es gibt bereits mit 186 über Supernova. Da ist schon etwas berichtet, wie es in der Band 10 drin sein wird. Dann die Fast Blue Optical Transients ist 187, ein Thema, das ich neu in dem Buch behandle. Dann Beta-Geuze oder überhaupt am Tage beobachten, ja, auch Plejaden, 188 und 189, dieses Radioteleskop, ist SKA-Observatorium. Das ist alles schon mal in der 10. Auflage ausführlich enthalten. Darüber habe ich sogar schon Videos gedreht, aber auch zu anderen Dingen sind Erweiterungen gemacht worden von mir. Zum Beispiel, was haben wir hier? CCD und CMOS-Bauweisen zum Beispiel, Mehrbandfilter, Smartphone mit Mond habe ich noch mal einiges ergänzt. Dann Photometrie mit MuniWin wurde überarbeitet. Tageslichtphotometrie eben, das ist das Stichwort, was ja schon genannt wurde. Dann habe ich vor allen Dingen in der Spektroskopie auch Infrarot, also überhaupt die Infrarotastronomie ist Schwerpunkt geworden, sowohl in der Spektroskopie wie auch bei Sternaufbau, Calcium, Triplet. Ich mache auch ein bisschen was im Anhang natürlich nur zur Landschaftsfotografie. Also da habe ich eine ganze Menge gemacht in Richtung Infrarot. Was haben wir dann noch? Dann haben wir Radioastronomie, ganz viel, ganz wichtig, denn da habe ich vor allen Dingen auch Meteorbeobachtung jetzt mit Beispielen untermauert und ganz viel zugebracht. Da ist also etliches zu entstanden. Ansonsten natürlich SKA, hatte ich schon gesagt, in der Radioastronomie. Überall sind ergänzt. Das sind weit über 100 Abschnitte, die ich im Buch überall ergänzt habe. Und Kleinplaneten zum Beispiel, Rotationslichtkurven beobachten, um das herauszufinden. Und es ist so viel hier, die ganze Liste ist hier alles voll mit Stichworten in den einzelnen Kapiteln. Das ist Infrarot natürlich, auch Fotografie, Vergleiche dazu. Also da ist eine ganze, ganz, ganze Menge. Und natürlich auch, wie gesagt, diese ganz neuen Sachen wie Fast Blue, Optical Transients und mehr. Ne? Also es ist richtig, richtig schön geworden wieder mal. Und jetzt kommt das eigentliche Problem. Das Problem nämlich, dass ich für das Buch, wenn ich wie bisher 1000 Stück würde drucken lassen, dann müsste ich dafür 198 Euro nehmen. Weil bei 1000 Stück, da geht das hauptsächlich über den Buchhandel, die kriegen schon mal über 50%. Da muss man auch ein gewisses Risiko einrechnen, je nachdem, wenn man sehr optimistisch ist, 10% Verlust, wenn man weniger optimistisch ist und lieber wirtschaftlich sicher rechnet und nicht unbedingt die angesparte Rente dafür opfern möchte, dann sollte man 20-30% Risiko kalkulieren. Und wenn Sie dann
doch verkauft werden, hat man das dann eben als Gewinn. Also ich kalkuliere so eher immer um 30% Risiko. Das heißt, wenn ich 70% verkaufe, liege ich plus minus null. Vorher habe ich Verlust. Und wenn ich mehr verkaufe, habe ich Gewinn. So. Und den möchte ich natürlich bei einer 80-Stunden-Woche über mittlerweile 2004 ist das herausgekommen, das erste, der erste Auflage, ja auch gerne haben. Dann rechne ich mal den Stundenlohn aus über die 20 Jahre. Ne? Da kommt nichts bei raus. So, das heißt, ich brauche viele also die für 1000 Stück werde ich nicht drucken lassen. Das geht gar nicht zu kalkulieren. Ich kann das Ding nicht für 198 Euro verkaufen. Das wisst ihr auch, das geht überhaupt nicht. Also weniger. Weniger heißt, unter 300 läuft eigentlich gar nichts. Über 300 müsste ich die Hälfte Direktbestellung haben, zum vollen Preis. Weil das kostet ungefähr 100 Euro so ein Buch dann. Und wenn ich es für 129 verkaufe, dann brauche ich da schon die Luft. Etwas unter 100 Euro. Aber da bräuchte ich 150 Bestellungen. Und wenn der Buchhandel viel bestellt, würde mir das nichts nützen, weil meine Herstellkosten sind höher, als was der Buchhandel mir zahlt. Also das läuft bei 500 geht das. Aber damit ich auf 500 komme, brauche ich ebenfalls wieder wenigstens 150 Direktbestellungen. Und das ist mein Aufruf an Sie, an euch, an alle in Deutschland, Österreich, Schweiz und der Welt. Mein Buch wird auch weltweit gelesen. Natürlich nicht so häufig, aber immerhin. Wenn ihr nochmal die letzte, und das ist wirklich die letzte Auflage, als Jubiläumsausgabe, in exklusiver Sonderausstattung, wie ich es gerade beschrieben habe, haben möchtet, sei es, um es in 20, 30 Jahren in eurem Bücherregal oder wo auch immer, stehen zu haben und sagen, Mensch, das ist doch noch eine Zeit gewesen, da gab es doch richtige Bücher. Oder ihr wollt es lesen. Man kann es von vorne bis hinten lesen. Ich bin selbst immer wieder, weil ich ja alles vergesse, überrascht, was ich alles mal geschrieben habe. Und ich finde mich dann plötzlich toll, das Buch. Ja? Das ist der Vorteil, wenn man alles vergisst, dann hat man in seinem eigenen Buch wieder Freude. Da freue ich mich auch schon drauf, später mein eigenes Buch mal von vorne bis hinten zu lesen, wenn ich wirklich fast alles vergessen habe. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich, dass ich mir wünsche, dass ihr, sie, die Vereinskameraden, die Kursteilnehmer im Volkshochschulkurses oder wo auch immer, oder in dem Bekanntenkreis, dass ihr Werbung macht, herumerzählt, das Buch müsst ihr kaufen und dann direkt bei mir bestellen. Natürlich freue ich mich auch über Buchhandelsbestellungen, aber die rechnen sich halt dann nicht mehr für mich. Ich brauche hauptsächlich Direktbestellungen. Und leider muss ich, damit ich die 129 halten kann, den Versand extra berechnen. Das heißt, wenn ihr eine Sammelbestellung macht, ja, dann kosten drei Bücher, passen in ein Paket rein und das kostet fast dasselbe wie nur ein Buch. Also drei Buchweise ist also versandkostenmäßig nochmal eine Erleichterung, eine deutliche für Sie als Kunden. Und leider sind auch, alleine das Porto, vor zwei Jahren, das Porto von vor zwei Jahren bei DHL heißt der Club, ne? Ja, Gelben Engel sind ja was anderes, ne? Die nenne ich ja eher die Gelben Teufel dann. Von 5,99, ja, auf 6,99 gestiegen, ja, doch, um 1 Euro gestiegen. Aber ich hatte damals mir ein 100er-Pack besorgt, da bezahlte ich nur 5,20. Und von 5,20 ist, und das gibt es in der Preislage auch nicht mehr, das 100er-Pack, das ist jetzt auf 6,50 oder was gestiegen. Also das ist eine deutliche Steigerung und die Pappe, die ich brauche zum Einpacken, ist doppelt so teuer geworden. Ne? Papierpreise sind gestiegen. Das heißt, der ganze Versand ist im Vergleich zur 9. Auflage nochmal wieder deutlich angestiegen.
Und das lässt sich alles nicht mehr rechnen, wenn ich das nicht extra kalkuliere. Und weil vieles ins Ausland geht, da kann ich sowieso das nicht kalkulieren. Einige sagen, Mensch, verschicke es mit GLS, das funktioniert bei mir, dann ist es schon mal 2 Euro preiswerter. Die genauen Preise kann ich dann erst sagen, wenn es soweit ist, weil ich muss damit rechnen, dass dann nochmal wieder Preissteigerungen kommen, insbesondere bei den Billiganbietern wie GLS. Und Ausland, und ich weiß ja auch nicht, ob er Dreierpakete oder was zusammengestellt bekommt. Aber meine herzliche Bitte ist, Direktbestellung bei mir und auf keinen Fall, das ist wirklich wichtig, sagen, oh ja, das Buch möchte ich haben, das bestelle ich mir dann mal zu Weihnachten im Handel. Da wird es das nicht geben. Der Handel bekommt nur einmal am Anfang geliefert, was an Vorbestellungen existiert. Sofern das ganze Projekt überhaupt stattfindet, denn ich brauche 150 Direktbestellungen. Dann bekommt er das und dann ist Schluss, dann ist aus, es ist nicht mehr lieferbar. Außer was der Handel dann bevorratet hat, das sind vielleicht 20, 30 Stück. Das reicht dann mit Sicherheit nicht mehr bis Weihnachten. Also die Annahme, ich kann mir ja Zeit lassen, das läuft mir nicht so schnell weg, ist bei der 10. Auflage falsch. So, weil ich möchte auch nicht wieder auf so viel sitzen bleiben. Hier war das bei der 9. Auflage ja eingeplant und die normale Auflagenhöhe von 1000 wäre ich jetzt fast los gewesen, aber das möchte ich nicht bei dem anderen, weil ich möchte bis zum Jahresende auch das ganze Thema verkauft wissen, denn ich brauche meine Ruhe. Ich will keine Bestellungen machen müssen, ich will auch nicht für Rückfragen zur Verfügung stehen. Ich will einfach erstmal nicht da sein, sonst kann ich mich nicht auf meine Medizinsachen konzentrieren. Ne? So, das ist also das Thema, eine große Pause. Damit bin ich im Prinzip durch. Zwischendurch habe ich immer mal eingeblendet meine Website, da gibt es Probeseiten, da kann man sich das Vorwort, Inhaltsverzeichnis, Stichwortregister angucken. Da gibt es eine Übersicht, auch was ich vorhin versucht habe vorzustellen, was ist neu, gibt es dort auch. Und Leseproben, wie gesagt, ich glaube 9 Stück, also genügend Material, um sich einzufühlen. Ich muss jetzt noch ganz deutlich sagen, die Frist läuft Ende April ab. Am 30. April ist, da ist Ultimo. Notiert lieber Mitte April, denn ich werde nur, da muss ich den Druckauftrag in Auftrag geben. Ja, und wenn ich dann nicht genügend Bestellungen habe, gibt es keinen Druckauftrag. Das ist also ganz, ganz klar. So, und nun zum Schluss nochmal ein emotionales Wort. Mir ist während der gesamten Zeit, der 20 Jahre, wo ich dieses Buch nun veröffentliche, immer wieder begegnet, dass mir großes Vertrauen entgegengebracht wurde. Vertrauen, dass Sie, dass Ihr, Sternfreunde, Leser, mir geschenkt habt. Und das hat mir sehr, sehr viel bedeutet. Das hat mir eine moralische innere Stütze gegeben, wenn mal auch schwierige Situationen waren, dass ich halt gemerkt habe, man braucht das Buch, man möchte das Buch und man möchte, man hat mir immer wieder gedankt. Und auch nicht nur einfach mal Danke gesagt, sondern das auch sehr schön umschrieben. Deshalb möchte ich an dieser Stelle noch einmal ganz deutlich allen Menschen, die in irgendeiner Weise daran beteiligt waren, mir ihr Vertrauen zu schenken, ganz herzlich danken. Und damit sage ich danke, danke, danke. Lassen Sie diesen Kanal abonniert, ich komme zurück und kaufen Sie, bestellen Sie meine 10. Jubiläumsausgabe in exklusiver Sonderausstattung. Und das war's. Tschüss, euer Erik Wischnewski.